So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ihr könnt schon hören, zusammen mit dem Sammy. Ja, zu Hallöchen. Ja, das sind gerade welche gespawnt oder so, ich weiß nicht. Da ist gerade Highlight und konnte entdeckt werden. Von wem? Der hat mich entdeckt. Ich muss hier erstmal freischießen. So, komm, lauf. Ich tue sie wegziehen. Ja, komm, warte, einer will noch hoch zu dir. Ich zieh sie hier weg. Und du musst runterkommen. Boah. Komm schon. Oh. Ja, lauf doch da weg. Ja, ich versuch sie jetzt wegzuziehen. Das ist eine Horde, so eine Wanderhorde. Ich sehe schon, Ich muss die jetzt erstmal hier weglocken. Ja. Nein, das gibt's ja gar nicht. Die laufen ja so. Ich finde auch nicht die Treppe runter. Ja, ich komme. Ich muss mich hier alle kümmern. Aua. Nein. Drecksköter. Ja, ein Köter. Nee. Hast du ihn erledigt? Ja, der ist weg. Komm runter jetzt schnell. Komm schnell runter. Wir müssen weg hier. Komm und ab. Ab dafür. Wo? Hier da. Rum. Einfach. Komm. Einfach Straße. Meine Güte, das ist doch. Müssen die jetzt spawnen, weißt du? Oder komm. Alter, da war die ganze Nacht nichts. Das war wirklich stille, ruhig. Und ich dachte mir auch, das wäre ganz nett. Und dann laufe ich ein bisschen durch die Gegend und guck. Und sag noch, ja, hier ist ja alles ruhig. Auf einmal hört man schreien. Aber ich brauche erstmal Tabletten. Einmal habe ich ihn. Der scheiß Köder hat mich nämlich erwischt. Unfassbar. Ja, unfassbar. Frechheit, ne? Meine Güte. So, wo sind wir jetzt hier? Da. Okay. Und jetzt regnet es auch noch. Ist ja nicht kalt genug hier, ne? Nö, natürlich nicht. Mann. Aber echt, die ganze Nacht war Ruhe. Wir haben ja gesagt, wir nehmen auf, wenn was kommt. Und kurz vor 4 hat es angefangen. Genau, der fängt mich an hier. High Life und Konfetti, da war richtig was los. Papier. Hier ist ein Kriecher, ne? Das ist auf. Ach da. Ach, jetzt habe ich das Fleisch oben liegen lassen. Naja. Ist Pech. Da läuft noch einer rum. Irgendwie blaue Pillen habe ich hier, warte mal. Blau ist. Mit Blueberries, ach so. Ne, also. Pass auf. Ja, da ist sie schon. Wollen wir mal in die Richtung überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich laufe erstmal kurz weg. Da ist ein Haus auf jeden Fall. Oh, das ist cool. Ja, wir laufen jetzt weiter weg noch von zu Hause. Ist doch gut. Jo. Bisschen umgucken. Vielleicht finden wir noch etwas Interessantes hier. Richtig Gutes vor allem. Oh. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir so finden. Guck mal, hier war das bestimmt echt mal schön, ne? So ein Vorgarten noch. Vier Papier. Alles am Arsch. Papier kannst du mir dann geben. Ich habe ganz viel. Ich kann ein bisschen Lagerplatz sparen. Aber ich bin jetzt schon drin. Ich guck erst mal oben. Ob irgendwas hier ist. Los gucke ich nicht mehr rein. Da weigere ich mich. Aber bist hier ist nichts. Gerade? Nee, ich bin oben gerade. Ach so, cool, alles klar. Komm jetzt runter. Was haben wir hier? Nichts. Auch nichts. Hier ist tote Hose. Den Blei und das war's denn, oder was? Ja, irgendwie. Ah, hier unten liegt wieder was. Jo, nehmen wir doch mit. Oh, ins Loch gefallen. Wo bist du? Ich bin unten noch. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, das ist immer nur beim Klo, aber guck mal. Nee, da ist nichts. Nee. Also immer bei der Nähe von der Toilette ist es anscheinend. So, können wir schon wieder weiter. Okay. Ja, ne? Ist hier vielleicht noch Papier? Ah, noch ein Papier. Was haben wir denn hier Feines? Oh. Drei Federn nehmen wir auch mit. Ich habe ein paar Waffenteile. Das ist auch nicht so schlecht, denke ich. Wie gesagt, aber hier dürfen wir nicht weiter wieder. Alles klar, umdrehen. Hier schon wieder Schluss? Ja, guck mal, wir sind jetzt weiter nach rechts. Ja gut, dann gehen wir runter. Gehen wir hier den Weg. Gehen wir mal querfeld ein. Soweit wie es geht halt eben. Ja gut, das ist halt so ein Umkreis, ne, um die Map.
Weil die ist ja nicht unendlich, sondern. Nee, nee. Da links ist ein Schwein, kein Bär. Jetzt fange ich auch schon an wie du. Ja, das ist ja meine Schuld. Okay, ja, hast mich angesteckt. Ja, das ist meine Schuld. Einer muss schuld sein. Ich will es nicht sein, also. Aber ich denke mal, wenn die große Horde kommen sollte, oh, dann müssen wir gerne. Na danke, sein. Bein gebrochen. Nee. Doch. Aber du hast ja Schiene mit, ne? Ja. Schon benutzt. Na guck, Alter. Zum Glück so. Habe ich die dabei. Wie ich es geahnt hätte, ne? Was, wenn die große Horde kommt? Was war das jetzt? Dann möchte ich doch schon gerne zu Hause sein, weißt du? Ja gut, aber das dauert ja noch. Ne? Das ist ja. Müsste ja an Tag 21 kommen. Theoretisch ja. Aber Tag 14 kam ja auch nicht. Mir wurde gesagt hier, ob wir uns nach 21 Uhr nach 22 Uhr ausgeloggt haben, aber es war ja nicht so. Nee. Ja, das war vorher, wo wir uns ausloggen mussten, weil hier irgendwie Server rumgenervt hat. Irgendwas war ja da. Aber hübsche Gegend hier, ne? Ja, jetzt wird's wieder schön. So. Jetzt kommt die große Frage, links oder rechts? Tja. Das ist immer, aber rechts wird wahrscheinlich besser sein, weil links kommt wieder das Ende. Sicher? Gut, gehen wir hier runter. Da gehe ich stark davon aus. Weil das ist ja so ein Umkreis praktisch um die Map. Deswegen wird links früher oder später wieder das Ende kommen. Natürlich kann da irgendwo noch ein Haus sein, ein schönes, ja, aber. Da ist auch eins, guck. Das ist ein Haus. Und da ist ein Bär, ich sehe ihn. Der macht sich gerade in die Zombies ran. Ja, nun geh mal außen rum. Fress sie alle auf. Wir dürfen nur nicht zu nah ran, ne? Sonst da eine oder sind zwei? Ein Bär. Was sagen, das sah mal fast aus wie zwei. Das hätte jetzt noch gefehlt. Ich würde fast sagen, wir lassen das Haus aus, oder? Wegen dem Bär. Weil das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da der große Loot drin wäre. Nee, das wollte ich gerade sagen. Eher so die magere Vision. Och nö, verbranntes Biom. Och nö. Das kann ich ja gar nicht leiden. Wieso haben wir denn hier verbranntes Biom? Mir gefällt mir auch nicht. Naja, versuch was wert. Ich treff's nicht. Ich lass es. Hier finden wir auch so extrem viel gar nichts. Extrem viel gar nichts? Ja, was findest du denn hier? Was steht denn hier? Kann man nicht lesen, schade. Jetzt sind wir zurück auf der Hauptstraße, würde ich sagen. Die Frage ist, wohin? Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter. Ja, wenn wir jetzt in die Richtung laufen, laufen wir langsam Richtung Heimat. Das wäre jetzt gar nicht so dumm, denke ich. Weil ich bin voll. Das glaube ich. Also, ich habe keinen. Ich weiß. Ja, wir müssen es halt erstmal auslernen, bevor wir dann wieder weitergehen. Ich weiß nur, das ist. Vielleicht mal schauen, ob wir nicht ein, zwei. Das Holzchen hier, das können wir doch mal angucken. Das nehmen wir mit. Das sieht doch ganz interessant aus. Neues Level, jawohl. Level 29. Hier oben ist wieder mal nichts. Hier ist ein Scheißhaus. Da gucke ich nicht rein. Haben wir einen Keller? Keller gibt's nicht. Okay, den Müll lässt er mal liegen, ne? Ja, da ist meistens nichts drin. Also bei ich weiß nicht. Da waren Patronenhülsen drin und es war Öl drin. Ne? Okay. Ja. Gut, dass du drauf aufpasst. Ja, ne? Mhm. Das Auto noch? Nee. Oder doch? Da kannst du nicht looten, das Auto. Ah, doch, das hat sich zu spät aufgebaut bei mir. Hier ist noch Fleisch. Das kannst du auch behalten. Da ist nichts drin. Da hat er ein Handy gefunden. Ja, so kann man sagen. Und nochmal. Ne, warte mal hier, das will ich mithaben. Das ist doch Mist. So. Zack. So, wo sind wir jetzt? Hier, in die Richtung. Bist du gut da? Bist du in die Richtung? Ja.
Wir laufen wieder zurück. Nee, falsche Richtung. Ich kann sagen, ich bin echt ein Orientierungsprofi. Laufen wir in diese Richtung. So. Warte mal kurz. Was? Nee, ich hab getan. Hab ich schon. Nee, wegen mal, ich hab doch hier die eine Aufgabe, dass ich ein paar Dings hier, Zombies töten muss. Und da ist auch ein Verbrannter, aber den hab ich schon. Ach so. Spider-Zombie muss ich noch töten. Ein Polizei-Officer-Zombie. Ein Farewell-Walker. Die findest du ja nicht so oft, ne? Nee. Ja doch, früher oder später kommen sie mit der Horden. Okay. Oder halt in der Riesenstadt, da sind sie auch. Wo sind wir hier denn? Das ist auch irgendwie was. Das sieht wieder nach einem schönen Haus aus. Informationscenter. Und hier ist schon wieder Party. Na gut, Party, zwei Stück. Die können wir mal. Die Party werden wir mal auflösen hier. Oh, nee, warte mal. Jetzt wartet. Wackelt doch nicht so mit dem Kopf. Das ist doch scheiße. Jetzt warte doch mal. Na, warte doch. Mann! Blöder Zombie, warte doch. Den hat's mal schnell von den Füßen geholt. Die halten immer extrem viel aus, finde ich. Okay. Oder auch nicht. Oh, da ist ja noch ein Dicker. Auch tot. Haben wir jetzt Ruhe? Können wir looten gehen, bitte? Oh, okay. Irgendwo ist er bei. So, du machst auch nichts mehr, mein Freund. Hat sich erledigt. So. Brauchen wir hier nicht rumkloppen, der Sammy macht das ja schon. Jo, oben. Oben macht. Jetzt laufe ich natürlich einmal eine komplette Hütte rum, ne? Das machst du gerne. Mhm, genau. Eine Dose zu essen. Dann nehmen wir Wasser. Nehmen wir mit. Haben wir hier noch feines? Nix. Das ist nicht viel. Ist hier unten wieder ein Safe? Könnte gut sein. Erstmal hier rein. Kapuze. Könnt ihr behalten, den Scheiß. Oh. Das esse ich doch mal sofort. Na? Ja, so eine geile Suppe, so eine Stew-Suppe da. Wo wir ja auch kochen können. Also halt okay. Viel kostet. So, ich komme mal zu dir. Helf dir mal. Dum, 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 dum. Und da. So, den letzten Schlag lasse ich dir. Oh, ach, da ist doch ein Brander. Guck mal. Shotgun. Hm, Painkiller ist ja auch mit einem rein. Ich hab sowieso Kopfweh. Ich hab sowieso Kopfweh. So, die Tokens kannst du behalten. Die brauche ich nicht. So, das will ich mit haben. Sehr schön. Ach, wie herrlich. Dann raus hier. Achso, durch den Stu habe ich jetzt so einen Boost bekommen. Halt mal, so ach, laufen wir wieder falsch. Wir wollen ja Richtung Heimat, hier lang. Wir wollen nach dem Weg da hinten, ja stimmt. Du bringst dann ganz durcheinander hier, meine Güte. Ja, guck, jetzt bin ich schuld. Einer muss es immer sein. Oh, ich tue überhitzen, das ist nicht cool. Was kann ich denn wegschmeißen? Ich will mal ein paar Gläser wegschmeißen. Zieh mir meine Jacke aus. Was haben wir denn hier für eine Biegerhammer zu Hause, die schmeiße ich weg. So. Bin ich wieder oben ohne. Ist auch warm hier. Ja. So, was haben wir Feines? Hm, die kannst du behalten. Oh nein. Hm. Warum sind hier tolle Sachen drin? Warum? Weiß nicht. Holz weg mit dem Holz. Hm. Brauchen wir nicht. So. Barrel, wie heißt das Ding? Barbit Club, dieser Klotzhammer da. Ja. 141, das ist noch ordentlich, das geht ordentlich Wumms. Ja, das ist gut. Aber ich glaube, wir sollten dann jetzt rennen, weil ich bin schon bei 39 Grad. Ich gehe hier jetzt auch nicht mehr rein. Ich habe 91, ich bin am 40 Grad. Ja, du hast die Fahrenheit noch drin. Ja,
91 Grad, also ich, ne? Ja, weiß Bescheid, ich koche schon. Kurz vor. Bist du heiß irgendwie? Ja. Ganz warmes Blut. Wir müssen hier raus. Wir müssen jetzt schnell hier raus irgendwie. Zur Not ist doch Wasser da unten. Können wir das abkühlen oben? Ich glaube nicht. Das ist also doch vielleicht kurzfristig, aber ich glaube, wie besser ist, wir hauen einfach hier ab. 92. Ich hau mir mal ein Bier rein, dass wir schneller rennen, länger rennen können. Dass wir hier jetzt raus können. Ich weiß nicht, Energie habe ich gut. Hab ja, ich auch, aber dann können wir durchrennen jetzt. Weil wie gesagt, wenn wir jetzt überhitzen, weiß ich nicht, wie sich das auswirkt, früher oder später. Stimmt, hier steht slow, wir müssen doch nicht so schnell jetzt. Ja, siehst du? Ein bisschen abbremsen. Alter, hier ist ein Städtchen, das müssen wir auch nochmal durchsuchen. Das ist ja nichts. Jetzt nicht. Nicht jetzt, nee, wir gehen durch. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt einfach genau Richtung Heimat, oder? Gehen wir querfeld ein? Alter, hier sind ja überall verbrannte Knüfte. Wo ist denn Heimat? Ich muss mal kurz. Müsste da dahin sein, Richtung Norden. Laufen wir direkt Heimat jetzt. Ja. So. Ah, da kommt Alter. Auch anderes Biom. Ach, hier sind so viele tolle Sachen. Jetzt habe ich keine Power mehr. Warte mal kurz, das muss ich mal hier. Bier legen. Trinken. Pass auf, da kommt ein verbrannter Zombie. Ja, der. So. 44 Grad. Wir haben es ja wenigstens auf der Karte jetzt. Mhm. 44 Grad. Jetzt wird's kriminell, glaube ich. Wo bist denn du? Im anderen Büro. Okay, ja, ich sehe schon. Jetzt geht's nämlich schon runter. Puh, ich höre einen Hund. Oh, der ist hinter dir. Ich merke das schon. Warte. Lauf du und schieß. Ich lauf. Wo ist der Köter? Nein. Du tötest mich jetzt nicht. Puh. Ja, das war aber, ne? War ein bisschen eng. Ja, das muss ich sagen. So, Richtung zu Hause. Ja, einfach der Straße hier entlang. Oh, hier ist auch ein ziemlich großes Gebäude, würde ich sagen. Ja gut, aber wir haben jetzt keinen Platz, aber das können wir ja dann uns alles noch anschauen. Nein, wir haben das auf jeden Fall. Das ist eine Kirche, oder nicht? Ist das eine Kirche? Das ist doch eine Kirche. Ach, nein. Natürlich, eine Kirche, hallo. Ach, ist das hier nicht auch mit den Gräbern, wo man aus... Ja, klar. Hier können wir Gräber ausbuddeln. Nein, wie cool ist denn sowas? Hier ist der Friedhof, dann können wir da alles ausbuddeln. Ja, da findet man Sachen. Ja gut, das, ne, aber die haben wir wenigstens auf der Karte, dann können wir da, das ist das Nächste. Ja, würde ich auch sagen. Da wir haben so viel zu tun, so viel zu tun. Müssen sie jetzt erstmal ausmüllen. 39 Grad, jetzt geht's runter. Schön. Ja, so ein Bier ist schon gut, ne? Also ich weiß ja, wenn ich ein Bier trinke, dann kann ich nicht so rennen. Irgendwas läuft da falsch. Das bleibt ja bestimmt auch nicht bei einem Bier, nicht wahr? Ja, aber auch wenn ich nur eins trinke. Was hat die Karte? Ach, das kennen wir doch schon wieder hier alles. Mhm. Wir sind jetzt fast zu Hause. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht mehr weit. Das ist da ist die Brücke. Halt! Was machst denn du? Ups, ich hab mich doch gerade mal... Ne? Wolltest du mir in den Rücken schießen? Nein, um Gottes Willen. Da waren Zecken im Boden, die hab ich schnell weggeschossen. Ach so, im Schrotgewehr. Dann treffe ich sie wenigstens. So, wir haben es überlebt. Ja, ich bin selber von den Socken. Unfassbar. Aber dieses Holzfällercamp war harte. So viele, wie da kamen. Ich habe es dann nur halb mitgekriegt. Ja, gut, aber... die haben dich gestunt, aber ich habe da noch drauf geschossen, dass du dann dich immer noch nicht bewegen konntest. War komisch. Weil du bist halt eine gewisse Zeit relativ bewegungsunfähig, aber dann geht's wieder normalerweise. Ja, ich weiß nicht, ob er mir das eingebrochen hat oder irgendwas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall konnte ich mich nicht bewegen. Ja, und dann wärst du ja panisch, ne? Dann wärst du so langsam ein bisschen... Oh. So. Oh, Sweet Home. Oh, wie herrlich, das kennen wir alles. Oh, ja, schön. Wir sind zu Hause. Ist das herrlich. Ja, dann würde ich sagen, wir lernen uns hier erstmal aus. Na, warte mal, obere Kiste. Mit dem Zeug. Nachher müssen wir das halt wieder sortieren. Ne? Ja, aber natürlich, das müssen wir dann machen. Wir wollen ja aber, jetzt weiter. Aber wir haben ja schon eine ganze Ecke tolle Sachen aufgedeckt hier, das muss ich mal sagen. Ja. Wir haben ja schon gut was gesehen.
Achso, das andere kann ich ja mal. Super, und die Zeit ist auch wieder durch. Ja, ist schon wieder vorbei, ne? Ja. Denn, so ja, schnell ne? geht das. Gut, denn ich bin angefangen. Ja. Ja. Siehst du? Ich will ja nicht schon wieder was verkehrt machen. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.